Wenn man sich die Bilder der letzten drei Jahrzehnte von Horst Reichle ansieht, dann ist das Urteil schnell bei der Hand. Reichle malt abstrakte Kompositionen. Die können aus Farbschichten bestehen, die sich aus dicken Pinselstrichen zusammensetzen. Es können tiefdunkle Farbsinfonien in Blautönen sein. Oder es können ockerfarbene und weiße Farbwolken über die Leinwand huschen. Doch dann fallen einem auf einem eher zeichnerischen Bild Elemente auf, die man als Augen deuten könnte. Und auf einem anderen Bild erkennt man vage Kopfformen. Und genau solche Elemente aus der Realität sind die Keimzelle zu Reichles Gemälden. Ein Beispiel ist das Bild mit dem fast tagebuchartig anmutenden Titel »Ein einziger langer Tag«. Entstanden ist das Bild bei einem Symposium in einem österreichischen Schloss, wo ihm eine Frau die Geschichte der ersten Schlossbesitzerin erzählte. Und so begann Reichle sein Bild mit Elementen des Bauwerks, des Parks und der historischen Frauenfigur. Eine slowenische Gräfin, der ihr Mann ein Stadtschloss bewusst in Österreich gebaut hat, weil es damals schon politische Verwicklungen gab, und ein wunderschöner Park drumherum. Da sind einige florale Elemente mit drin und einiges auch architektonische Elemente. Sie sehen da die Bögen, die dieses Haus hat, und Sie sehen, wie ich mir vielleicht die Frau vorstellen würde. Und auch die Farben dieses auf den ersten Blick so abstrakt anmutenden Bildes haben einen realen Hintergrund. Dieses Gelb ist ja das Maria Theresia Gelb, diese Ockerfarbe. Und dort war alles ringsrum, was zu diesem ehemaligen kleinen Schloss gehört hat, war in Maria Theresia Gelb gestrichen, und so musste die Farbe irgendwo wieder dazukommen. Und das Weiß? Das Weiß, das hat sich ergeben, weil es war an diesen Tagen nicht besonders schön. Und an diesen Tagen waren dann nicht Nebel, sondern einfach Dunst. Und das hat aber das Ganze viel geheimnisvoller gemacht, und der Park ist aus diesem Dunst dann erschienen. Doch dann fängt Horst Reichle an, das Bild zu bearbeiten. Ich male und dann gehe ich von dem Bild weg, schaue mir das Bild an, nehme unwichtige Stellen etwas zurück und dann verstärke ich die Dinge oder die Figuren, die Elemente, die mir wichtig sind. Und dann treten die anderen immer mehr zurück. Das ist eigentlich der ganze Malprozess. Unwichtiges verschwindet und Wichtiges wird bewusst immer stärker gemacht. Am Ende dieses Prozesses steht der Eindruck einer abstrakten Komposition. Reichle selbst freilich sieht bei jedem seiner Bilder die Anfangsphase, die Inspiration, gewissermaßen das Urerlebnis, wie etwa bei einem Tanzpaar. Hier sehen Sie Kopf, Schultern, Busen, hier die ganze Figur herunter, und da ist dazu die nächste Figur, die beiden tanzen miteinander. Der Betrachter freilich sieht etwas anderes. Er sieht das Endresultat, und das besteht aus der obersten Farbschicht, und die ist weitgehend abstrakt. Horst Reichle überführt den realen Eindruck von der gegenständlichen Welt in reine Malerei. Damit brachte er Ende des 20. Jahrhunderts die beiden einander gegensätzlichen Extreme, die sich in der Kunst des 20. Jahrhunderts herausgeschält hatten, zur Synthese. Und zwar jeweils in einem einzigen Bild, das Gegenständliche und die reine Abstraktion. Der Betrachter vor diesen Bildern kann wie beim Vexierspiel zwischen beiden Aspekten hin und her springen, entdeckt immer wieder neue gegenständliche Assoziationen und verliert sich dann wieder im reinen Spiel der Farbmalerei. Damit vereint Reichle eigentlich nicht vereinbare Positionen der Kunstgeschichte. Eine ähnliche Synthese findet sich in seiner Bildhauerei. So gibt es bei ihm zwar klassische Positionen wie etwa die Stele oder eine aufrecht stehende Figur ohne Arme, doch die Stele, in sich starr ruhend, wirkt bei ihm erstaunlich bewegt. Sie scheint in der Mitte auseinandergesägt zu sein und ist doch aus einem einzigen Stück Stein gehauen. Diese Bewegtheit findet sich sogar bei seinen Kopfplastiken, etwa die aus einem Findling. Bei jedem Schritt vor dieser Plastik scheint sich der Gesichtsausdruck zu verändern. Das Gesicht wirkt geradezu lebendig. Eine Stele aus Lindenholz ist eine menschliche Figur, aber sie scheint sich in sich zu drehen. Man hat den Eindruck, als habe Reichle die Figur aus verschiedenen Teilen zusammengesetzt. Und doch ist es ein Baumstamm am Stück, grob mit der Säge zurechtgeschnitten. Aber sie braucht es ja, um sich wie ein Mensch gerade halten zu können.
Und darum muss er wahrscheinlich auch, wie wir jetzt mit den Armen rudern, hat ja keine Arme, so muss wahrscheinlich der Körper gedreht werden. Immer wieder hat man bei Reichlis Skulpturen das Gefühl, sie setzten sich aus lauter Einzelteilen zusammen, etwa bei seinen Schichtungen. Doch immer sind sie aus einem Stein. Ich habe einmal ein Wegzeichen gemacht, wo ich wirklich die ganzen Steine übereinander geschichtet habe. Das war von der Statik her ganz schwierig zu machen. Und dann habe ich mir so überlegt, warum eigentlich nicht aus einem Stein und den Eindruck entstehen lassen, als wäre das wirklich aufeinander geschichtet und die Statik stimmt für alle Zeiten. Daher konnte er in einem Fall sogar den Eindruck einer horizontalen Schichtung erwecken, die bei einem Gebilde aus lauter Einzelscheiben gar nicht möglich wäre. So scheint die Schichtung wie von Zauberhand in der Statik zu bleiben und doch zu schweben. Und so, wie bei seinen Bildern das Auge immer in Bewegung bleibt zwischen der gegenständlichen und der abstrakten Bildebene, so fühlt man sich als Betrachter der Skulpturen aufgefordert, um sie herumzugehen. Der Vielschichtigkeit von Horst Reichlis Gemälden entspricht bei seinen Skulpturen die Vielseitigkeit.